Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. In der letzten Folge haben wir uns hier in Sens Festung, hieß das glaube ich, herumgeschlagen, sind jetzt quasi auf dem Dachle und müssen irgendwie den Steinewerfer, glaube ich, ausschalten, weil der echt nervig ist, um uns dann hier ordentlich umzusehen. Stimmt, wir hatten ja hier Mr. Mopsy. Ja, da geht's schon los. Der mit seinem Aufmerksamkeitsdefizit. Und ich glaube, hier unten waren wir noch nicht, ne? Falsche Taste, cool. Ja, ich habe jetzt eine Woche wieder nicht gespielt. Das wird richtig schön, Freunde. Das wird richtig schön. So, ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal kurz ein bisschen in die Luft schlagen, um zu gucken, wie man schlägt. Dicker Schlag. Kleiner Schlag. Okay, gut. Ich bin eingespielt. Alles gut. So, hoffen wir mal, dass da oben nichts Großartiges sein wird. Schild hoch. Hallo? Okay, wir waren hier schon. Alles gut, alles gut. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich war hier noch nicht. Ist alles wieder so neu für mich. Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier einen Bonfire gefunden haben. Wir haben den Rieseneimer abgeschossen mit Pfeilen. Was irgendwie keine Wirkung gezeigt hat. Und wir haben 15.800 Seelen. Das heißt, ich würde jetzt ehrlich gesagt nochmal kurz zum Bonfire gehen, hoffen, dass ich damit schon eine Stufe aufsteigen kann. Und dann werden wir einfach mal gucken, wie wir den Riesen loswerden, ne? War das hier? Ja, schön laut. Ah, hier. So. Aufsteigen. Ja, damit kriegen wir ein Level hin. Vitalität wollten wir bis 30. Und dann gehen wir ein bisschen auf Ausdauer. Kondition sozusagen. So. Ich werde wahrscheinlich bald anfangen zu farmen. Ja, Mr. Mopsy. Ich weiß. Du hast schicke Steine. Schicke, schicke Steine. So, ja. Witze, über die nur ich lachen kann, weil ich alt bin. Nur alte Menschen können darüber lachen. Seid ihr auch alt? Sagt es mir in den Kommentaren. So. Meint ihr, wir schaffen es darüber? Versuche ist es wert. Oh Gott. Okay. Easy. Oh, da steht jemand. Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead. I took on Sam's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle? Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Meine Fresse, ist der am Nuscheln. Kann ich Pfeile kaufen? Komm, nur ein paar Standardpfeile. So, was hätte man noch kaufen können? Großschwert. Na, ich habe ja theoretisch ein Großschwert. Die Rüstung von dem Zwiebeltypen. Ist der das? Katharina-Helm? Verstärkt Magie, verstärkt Blitz. Scherben kann man hier kaufen. Ja, und das war's auch schon. Hat sich nicht wirklich gelohnt, außer für Pfeile. Pfeile hatten wir ja keine Zeit mehr zu kaufen, beziehungsweise keine Lust, zurückzulaufen. Oder doch? Nee. Ich habe alle am Riesen verschwendet, ne? Ja. Und wo landen wir jetzt? Wir gehen doch jetzt wieder nach unten. Was? Abkürzung? Oh, hi. Ich bin ausgewichen. The fuck? Wie hast du mich denn noch geschlagen? Was haben wir denn hier? Käfigschlüssel. Ach, für den Zauberer. Dadurch, dass ich natürlich diesen einen Banditenschlüssel habe, konnte ich den Käfig so aufmachen. Na gut, das mit der Pyramidie müssen wir noch hinkriegen, ne?
Da müsste ich ja 2 Punkte auf Magie setzen. Boah. Na, dann lassen wir es. Ich hab zwar verdammt viele Seelen reingepackt, aber jetzt noch mehr Seelen reinzupacken, nur um im Endeffekt wahrscheinlich festzustellen, dass das keine so gute Idee war. Nee, nee, nee. So, von da kamen wir, ne? Wir werden die ganze Zeit hier mit Pfeil und Bogen beschossen. Das ist doch viel zu eng, Digga. Viel zu eng. So ein Penner schlägt da mehrfach zu. Ha! Ich habe Reichweite. Ich habe Reichweite, mein Freund. Das, was du nicht hast. Ist das so eine Art Verarsche? Was sollte das denn? Warum steht er hier? Ist das, um den Dicken abzuschießen, ohne dass er auf einen feuert? Was ist das für ein Weg? Ich weiß, wo wir sind. Der Penner wirft die Steine runter. Ah, oh, das ist gar nicht derjenige, der die Steine von oben runter feuert. Ich habe den umsonst abgeschossen. Da will ich den absch. Hätte ich den von unten abschießen können? Dann hätte er nie Steine werfen können. Ich glaube, so weit hoch kann ich nicht zielen. Was für eine Scheiße. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh, guck mal, da ist noch einer. Das ist bestimmt der Steinewerfer. Wer weiß, wer weiß. Aber uns kümmert es ja nicht mehr, wir sind schon dran vorbei. Glaube ich. Oder gehen wir jetzt erst in die Richtung? Irgendwas Großes stapft hier durch die Gegend. Das gefällt mir gar nicht. Na, hätte sein können, dass das Fahrstühle sind. So makaber wie dieses Spiel ist, würde es mich auf jeden Fall nicht. Okay. Wundern. Was ist denn da so fett? Oh. Ich glaube, das ist ein Boss. Auf mit dem Scheiß. Hui. Kleine Scherbe. Das war laut. Gehen wir zuerst nach oben. Ja, lecko mio. Ich kann auch einfach mit meinem Bogen auf dich schießen. Easy. Ich hoffe, der spawnt nicht neu. Grauer Brocken. Das war ja mal unnötig. Naja, wir haben einen Grundbrocken bekommen. Was soll's? Also, gibt Schlimmeres. Wir haben eine Pfeile dafür aufgebraucht. Oh Gott, ich will da nicht rein. Ich gehe hier lang. Ich guck erstmal, was hier außen rum ist. Wow, ein Tisch. Ich will nicht. Ich will nicht. Na komm, Zeit für einen Boss. Eisengolem. Oh Gott, was machst du? Das gefällt mir nicht. Komm mal hier schön in die Mitte. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass du hier besser drauf bist. Oh, cool. Okay. Du bist scheiße langsam. Und nicht der Schlauste. Und verwirrend bist du auch noch. Wolltest du mich etwa greifen?
Was ist denn nur los? Okay, ist einfach umgekippt. Ich glaube, mein Schild brauche ich für ihn gar nicht. Einfach immer draufkloppen. Immer schön auf dem Fuß. Das ist anscheinend seine Schwachstelle. Seine Achillesferse sozusagen. Easy. Leichtester Boss ever. Hm. Okay, Menschlichkeit. Cool. Ring aus Licht untersuchen. Okay. Oh mein Gott. Es ist so hell, es ist so schön. Endlich raus aus diesem Düsteren. Oh. Eine helle Umgebung, Leute. In Dark Souls. In Dark Souls eine helle Umgebung. 40.000 Seelen. Joa, easy, nehme ich. Arno Londo. Oder London. Arno London? Kann das sein? Arno Londo? Ich habe es nicht richtig gelesen. Ist mir auch egal. Arno hast du nicht gesehen. So. Ich glaube, Arno Londo heißt es. Bist du so eine Mini-Version vom Boss? Der war leicht. Da greife ich mich gar nicht an. Das ist eine Kiste. Aber ich würde gern vorher ein Bonfire finden. Heller Ort. Ja. Wieso? Pass auf. Ist doch schön. Aber irgendwie so... ohne Gegner oder vor allem irgendwelche Viechers, die mich nicht töten wollen. Trost. Oh, Bonfire. Ja. Oh, wo bist du denn? So, erstmal aufsteigen. Wollen ja 30 Leben haben. Geht da noch was? Da geht noch was. So, sehr schön. Hallo. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo. Anor Londo. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ah, oh, hier kann ich auch Estos Flocons verstärken. Mm-hmm. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Also normalerweise hat also jedes Bonfire ihr seinen eigenen Hüter und eine Hüterin. Die ist eine ziemliche Kriegerin, muss ich sagen. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Ah, nur die starken Bonfire. Klar, ich habe 10 Estus-Flakons, okay. Nur die starken, okay. Weiß ich Bescheid, dankeschön. So, dann gucken wir mal, ob wir da an die Truhe rankommen, ob die da, ob die böse auf mich sind, wenn ich an die Truhe will. Hallo? Würde ihr beiden mich an diese Truhe da lassen? Nur einmal kurz gucken. Nur gucken. Nicht anfassen. Ich fasse sie wirklich nicht an. Okay. Ist nicht drin. Ich muss die besiegen. Die haben ein fettes Schild. Ich nehme an, das sind die kleinen Versionen von dem Boss. Der hat ja auch nicht so wirklich viel drauf, ne? Nee. Wehe, du springst weg.
Danke. Okay, viel drauf haben die nicht. Sehr schön. Kann ich jetzt an die Truhe oder bist du auch böse? Er ist auch böse. Ah ja, klar. Nie kann man hier seine Ruhe haben vor euch. Kannst du bitte nicht am Rand sein? Danke. Ich mag das nicht, wenn ihr am Rand spielt. Ja. Yeah. Schön zugestochen. Mit meinem schönen, stumpfen Schwert. Es sieht nicht wirklich scharf aus, muss ich sagen. So, Kette rund. Okay, Kette rund. Dämonen-Titanit. So. Da hinten sind auch noch viele von denen. Oh, wir gehen hier lang. Ich gebe einen Scheiß drauf. Tralala, lalalala. Ich gehe einfach hier lang. Ich halt's nicht aus. Huch! Ist ja gut, ich gehe ja schon lang. Ich kann es einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da nicht lang gegangen zu sein, weil da alles Mögliche sein könnte. Außerdem kann ich theoretisch noch zum Bonfire zurück. Ich meine, wird kein Gegner mehr in der Nähe sein. So, ich sehe da eine Truhe. Ich sehe da noch eine Truhe, die sehr hell ist. Eine davon ist eine Täuschung. Ich benutze mal meinen Pfeil und Bogen, um einen von den beiden zu mir zu locken. Wenn man jetzt noch treffen würde. Schönen Kopfschuss verpassen. Wenn man nur treffen würde. Man muss irgendwie versetzt zielen, ne? Ja, getroffen. Da komm mal her, Bro. Komm mal hier. Komm mal angetanzt. What? Nicht so früh zuschlagen. Was ist denn los mit dir? Hörst du auf damit? Kaboom! Du bist sowieso zu langsam zum Zuschlagen, Freundchen. Das nutzt sich doch aus. Okay, jetzt du. Komm, zeig's mir, Baby. One more time. Au! Ich war nicht so gemeint. Ich hasse es, wenn ihr an den Rand springt. Eieieiei. Autsch. Bleibt doch einfach mal vom Rand fern und alles ist gut. Wow. Der Klassiker. Zwischen den beiden hindurch. Mann. Ich hätte immer Leben verloren. Ist doch gut, Digga. Was bist du hier, der Endboss oder was? Weg mit dir. Der richtige Fight steht uns noch bevor. Einer der Kisten ist böse. Du bist es. Funkeltitanit. Nice. Genauso enthält dich wie du. Tu was. Kristallhelle Bade, okay. Die gucken wir uns mal kurz an, ne? Genau, Schlangenschwert. Ah, die wollte ich machen. Stimmt. Stimmt. B-Skalierung, ne? So, als Zweitwaffe. Als kleine zweite Waffe. Was haben wir hier noch? Gerade das Drachenschwert, ja, ja. Wo ist die Kristallhillebade? Kristallhillebade. Macht schon ordentlich Damage, ist aber auf Geschicklichkeit skaliert.
So, beide Kisten geöffnet. Was bewachst du? Okay, hier darf man nicht durch. Hab's verstanden. Ernsthaft? Sei keine Muschi. Kämpf wie ein echter Held. Wie ich zum Beispiel. Na geil. Wie soll man denn hier gegen dich kämpfen? Weißt du was? Nö. Nö, nö, nö. Ich laufe hier einfach an dir vorbei. Und guck, wo es hier hingeht. In ein neues Gebiet. Oder in das Waldgebiet zurück. Oder in ein Bossfight. Gucken wir mal rein, ne? Zurück kommen wir eh nicht mehr, weil der Dicke da steht. Versuch's mit Köder. Versiegelung durch die Macht des großen Fürsten gewinnen. Okay. Wir müssen erst Gwyn besiegen, dann gehen wir da rein. Vielleicht sind das die DLCs. Ah, das kann sein. Das ist natürlich möglich, dass wir da zu den DLCs kommen. Jetzt muss ich an dem Dicken hier nochmal vorbei. Halt, ich schleiche mich an. Psst, ich bin auf der Jagd. Damit, dass da nicht gerechnet war, dass ich wiederkomme. Na gut. Gehen wir an Bonfire und dann werden wir uns nämlich da nach unten begeben. Gucken, was da auf uns lauert. Ja, so viele Nachrichten hier. Menschlichkeit? Okay. So, Aufstieg. Vitalität auf 30. So, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge und dann geht's nämlich hier runter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.